Willkommen in unserem E-Learning-Programm beim Kapitel Das Atemminutenvolumen. Was ist das Atemminutenvolumen, abgekürzt AMV? Ist das Volumen an Luft, das von einem Taucher pro Minute verbraucht wird. Ausgedrückt in Litern pro Minute. Im Ruhezustand benötigen wir ca. 15 Atemzüge pro Minute, sprich 7,5 Liter. Bewegen wir uns etwas, steigt der Verbrauch schon auf das Doppelte, nämlich 15 Liter pro Minute. Ein Tauchanfänger benötigt ca. 20 bis 25 Liter pro Minute. Das ist auch die Rechenbasis für die meisten Rechnungen. Wenn wir uns anstrengen, kann der Verbrauch an der Oberfläche schon mal auf 150 Liter pro Minute steigen. Lasst uns doch zusammen mal reinschauen, was wir alles errechnen können. Wenn wir errechnen möchten, wie viel Luft uns zur Verfügung steht in der Flasche, ab sofort DTG genannt, benötigen wir einige Eckdaten. Wie groß ist das Volumen des DTGs? Wie hoch ist der zur Verfügung stehende Druck im DTG? Wie tief möchten wir tauchen? Dies fasst sich zusammen in folgender Formel. Bitte daran denken, dass wenn die Berechnung sich auf den Oberflächendruck bezieht, an der Oberfläche ja der Druck 1 bar vorherrscht. Natürlich ist die zu verwendende Einheit Liter. Wichtig und bitte stets daran denken, dass hier bei der Flasche die Reserve von 50 bar vom Gesamtdruck abzuziehen sind. Betrachten wir uns das in der Anwendung. Natürlich unter Anwendung in der gelernten Formel. Volumen des DTG 10 Liter, Druck 220 bar minus 50 bar Reserve macht 170 bar verfügbarer Druck. Da sich die Berechnung auf die Oberfläche bezieht, ist der vorherrschende Druck 1 bar. Kurz, 10 Liter mal 170 bar geteilt durch 1 bar Umgebungsdruck macht 1700 Liter verfügbare Luft. Wie berechne ich das AMV? Die verbrauchte Luft auf Tauchtiefe geteilt durch die verstrichene Zeit ergibt das AMV. Auch hierzu wieder eine schicke Formel. Und auch hier gefolgt von einer Anwendung, um das Ganze zu verdeutlichen. Zunächst schreiben wir die bekannte Formel auf und setzen dann die bekannten Parameter ein. Für die Rechnung setzen wir fest, dass wir einen Gesamtluftverbrauch auf der Tiefe von 650 Litern festgestellt haben. Die Tauchzeit betrug 13 Minuten, ergo rechnen wir frisch fröhliche 650 Liter geteilt durch 13 Minuten macht glatte 50 Liter AMV. Wenn wir den zu erwartenden Luftverbrauch ausrechnen möchten, gehen wir wie folgt vor. Wir nehmen unser AMV, nehmen das mal die Zeit und haben somit den zu erwartenden Luftbedarf ermittelt. Auch hier haben wir für euch wieder ein schönes Beispiel zusammengestellt. In die gelernte Formel setzen wir die Parameter des geplanten Tauchgangs ein und erhalten das Ergebnis von 650 Litern Luftbedarf. Natürlich können wir uns noch die Aufgabe stellen, die mögliche Tauchzeit mit dem zur Verfügung stellenden Luftvorrat zu errechnen. Dazu nehmen wir den zur Verfügung stehenden Luftvorrat geteilt durch das Atemminutenvolumen in Bezug auf die geplante Tauchtiefe. Damit wir was zu rechnen haben, nochmal ein Anwendungsbeispiel. Die Tauchtiefe mit 15 Metern, sprich 2,5 bar. Die 10 Liter Flasche abzüglich der 50 bar Reserve mit 220 Liter gefüllt, macht 1700 Liter zur Verfügung stehende Luft. Bei einem AMV von 20 an Land. Macht 1700 Liter geteilt durch 50, sprich eine Tauchzeit von 34 Minuten.
Vielen Dank fürs Mitmachen. Bei Fragen und Anregungen sprecht uns an oder schickt eine Mail unter ausbildung@wasserwelt.ev.de.